Also wir nehmen Da, auch auf. ja, wir nehmen auf und Aber wir auch. ja, wenn du das kannst. Jetzt fangen wir die Sendung, wie wir die Sendung üblich machen. Und dazu würde ich auch ein bisschen von euch erwarten, dass ihr uns ein bisschen hilft, das heißt ein bisschen Krach zu machen. Und dann würde ich sagen, ja, könnt ihr bestimmt. Die Sendung fängt immer an mit Pom, 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 Pom. Es ist Samstag, der 9. Dezember und ich weiß nicht mehr, wievielte Sendung es ist, aber auf jeden Fall sind wir live in Hamburg und jetzt brauche ich viel Krach von euch. Ja! Okay, wir sind hier live in Hamburg, wir machen eine kleine Demo von was unser Podcast ist. Das heißt, der dauert nicht so lang wie üblich, der dauert nur, keine Ahnung, ein paar Minuten oder maximal eine halbe Stunde. Wir haben ein paar Fragen zu euch und wir haben ein paar Sachen vorbereitet. Der Bastien, das ist dein Name, oder? Dein Vorname, wird mit meiner Kamera bei euch laufen, auch falls jemand eine Frage hat. Das ist nicht nur, damit ihr schön im Fernsehen aussieht, sondern dass man euch auch hört, wenn ihr Fragen habt. Und unsere verschiedenen Themen heute sind zum Beispiel die Macworld San Francisco, was ihr erwartet, was wir alles erwarten in einem Monat, was es Neues geben wird. Die große Frage MacBook gegen MacBook Pro. Letztendlich sprechen wir über Parallels und wer noch heute zu Hause ein PC überhaupt braucht. Wir fangen an direkt mit die Macworld San Francisco. Wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, hatte ich ja, ihr müsst hier einfach gucken, weil ansonsten wird es so schwierig. Der wollte die Datei haben, aber nee, das ist meine Datei. Hast du nicht. Ja, wie gesagt, ich werde da sein in einem Monat. Das heißt, wenn ihr mal Zeit habt, könnt ihr einfach bei pomcast.com vorbeischauen und fast live mit ein bisschen Verspätung die neueste Sachen sehen. Ich werde bei die Keynotes sein am 9. Januar. Was wir da erwarten, sind verschiedene Sachen. Erstmal wollte ich mal fragen, ob jemand schon eine Ahnung hat, beziehungsweise Ahnung, aber Vermutung hat, was Apple überhaupt bringen könnte zu zu dieser Macworld und zu diesem wichtigen Termin. Hat eine Ahnung? Ansonsten reden wir. Also nicht alle zusammen, bitte. Nicht alles zusammen. Langsam, ruhig. Ja, es gibt verschiedene Sachen und dann frage ich eure Meinung darüber. Weil sprechen kann ich. Und sogar lang. Der iPhone ist die allergrößte Erwartung von ganz vielen Leuten und auf jeden Fall meine Erwartung und die von ganz vielen. So, was ist der iPhone, sozusagen sogenannte iPhone, der noch nicht auf dem Markt ist? Früher gibt es jemanden, der uns gefragt hat, ja, ich möchte mich ein Handy kaufen und der mit iSync synchronisieren und was ist die bessere Lösung? Im Moment gibt es ganz viele Antworten dazu, wie Sony Ericsson zum Beispiel oder Nokia, wie auch immer. Allerdings die allerbeste Lösung wäre natürlich ein Handy von Apple selber. Das ist, was wir alle erwarten oder beziehungsweise traumen, wünschen, wie auch immer. Es gibt zig Gerüchte seit 4 Jahren, nonstop Gerüchte, aber seit irgendwie 2 Monaten, es ist eine Gerüchte jeden Tag. Es wird langsam verrückt und das ist so verrückt, dass aus eigener Erfahrung, hoffentlich sage ich das nicht zu schnell, wenn es so verrückt gerüchtmäßig wird, dass es irgendwie wahr. Habt eine schon von euch schon gehört, was dieses iPhone sein wird? Oder noch nicht? Telefon, ja, das ist ein, naja, gut. Das ist Ja. ein Handy, den natürlich alle Leute in diesem Raum haben. Ja, außer Butzi. Der mit Bluetooth funktionieren wird, der natürlich alle Leute haben, außer Butzi. Es könnte sein, dass es sogar mit Wi-Fi ist, außer Butzi. Ja, genau. Und Das er übrigens hat, aber einfach nicht benutzt. Ja, wie gesagt, das ist wirklich interessant, weil es gab schon in Vergangenheit einige Beispiele. Also der Troll, du kannst dich bestimmt an den Newton erinnern. Das war nicht ein Ja. Telefon, aber Das war der erste PDA sozusagen. Oder, ja.
Das kann man sagen. Der erste PDA mit Schriftanerkennung. Und es war ja sehr gut gemacht. Es funktioniert, also es funktioniert einfach nicht gut genug. Und deshalb ist es nicht lang auf dem Markt geblieben. Trotzdem bis, ich weiß nicht, 2000 ungefähr. Mit verschiedenen Versionen. Es gibt immer noch Leute, die dafür ein paar Programme entwickeln, versuchen immer mehr mit Newton zu machen, aber trotzdem ist es nicht so nützlich mehr, wenn man sieht, was auch jetzt auf dem Markt existiert. Okay, und ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber ich bin übrigens der Einzige, der hell ist. Ja. Man merkt, dass ich schon der Chef bin, oder? und was wollte ich noch sagen? Ja, wie gesagt, da erwarten wir ganz viel, weil es wird sich bestimmt, es könnte sein, nach die Gerüchte, da sind bis jetzt nur Gerüchte, dass dieses Ding ein kleines macOS 10 hat. Das heißt, dass wir integriert iCal haben, und da sind natürlich Gerüchte. Ob es wahr ist, wissen wir noch nicht, aber das ist, was wir traumen. Und ein Grund, warum wir darüber traumen, oder viel auf jeden Fall von meinen Jungs und ich damit. Es ist, weil wir heutzutage, die meisten von uns, ein iPod und dazu ein Handy haben. Mein Handy ist mit meiner Frau, von daher kann ich nicht zeigen. Aber die meisten von uns, also und Freaks, haben ein iPod und ein Handy. Und das ist eigentlich verrückt, weil das sollte eigentlich der gleiche. Okay, es gibt zwar... Also wenn du willst, kannst du mein Handy zeigen. Genau. Wir sind so weit entfernt. Genau, es gibt sogar Handys, die so entwickelt sind, dass die auch als iPod nutzbar sind. Zwar nicht so cool wie ein iPod, nicht so einfach zu bedienen wie ein iPod, nicht so integriert mit macOS 10 wie ein iPod. Gar nicht so einfach. Aber ja, wie gesagt, die meisten Leute haben immer wieder trotzdem ein Handy plus ein iPod, und das macht keinen Sinn. Das sollte eigentlich zusammen sein, geklebt. Es gibt eine Möglichkeit hier mit Kleber hier drauf, aber sieht nicht so... super schön aus. und deshalb erwarten wir das. Und wie gesagt, noch einmal, nicht alles zusammen, aber wenn einer eine Bemerkung zu, was wir sagen haben, der kann einfach springen. Wenn er denkt, boah, Quatsch, was die erzählen da, dann kann er einfach springen. Und genau das gleiche mit die zwei, die können mich auch unterbrechen. Man sieht, dass der Schweizer viel spricht. Auf jeden Fall, immer so. Und das war eine lange Überlegung bei uns. Wir haben gedacht, ja, bei Archad, wenn du sowas machst, dann ist immer eine ganz klein da unten. Dann war die Frage, ja. Wer spricht am meisten? Wir haben gedacht, wenn der Schweizer zu viel spricht, dann dauert die Sendung 4 Stunden. Deswegen, ne? Ja, ja, genau. Aber du erwartest auch ein iPhone, oder? Ja, muss ihn motivieren, ich schon, zu sprechen. Ich glaube, der könnte so aussehen ungefähr, mit so einer tolle Finition, so schöne Kratzer, also total modern und super praktisch auch. Ja. Kannst du damit auch telefonieren? Die zweite, eigentlich würde ich auch eine kleine ab und zu Zusammenfassung von was wir erwarten, weil es könnte sein, dass ihr nicht alles weißt, was es alles kommen wird. Der zweite Punkt, was ich hier habe, ist keine Gerücht, ist wahr. Es ist der sogenannte ITV. Eigentlich blöder Name, weil es gibt schon eine Firma, der auch ITV hat, der anders geschrieben wird. Der ITV wurde schon vorgestellt vor 3 Monaten oder sowas von Apple. Und übrigens, das ist ganz neu, dass Apple Sachen vorstelle, die noch nicht auf dem Markt sind. Der ITV ist eine kleine Box, der ungefähr so groß wie ein Mac Mini in 2 geschnitten ist, sozusagen. Und das ist eigentlich eine Box, die man an Fernseher anschließt. Und durch dieses kleine Kiste kann man sehen, was alles auf der Mac ist, direkt aufs Fernseher. Das heißt, die ganzen Sachen, die in iTunes sind, wie die Podcasts, die Videopodcasts. Für uns Podcaster ist übrigens der ITV wirklich geil, weil das ist unser Weg, im Fernsehen zu sein. Wirklich. Die Leute runterladen unsere Podcasts und dann spielen das nicht auf ihre kleine Bildschirm, sondern auf ihre 50 Zoll Plasma-Bildschirm. Der kommt sicherlich, wir wissen noch nicht, ob er im Januar kommt, aber kommt auf jeden Fall irgendwann. Und es gibt auch Gerüchte, dass es mit TiVo integriert wird. TiVo ist in Amerika ein On-Demand-Service, wo man einfach ein, wie kann man das erzählen, so ein Videorekorder, digital Videorekorder, wo man die Sachen schon programmieren kann vorher, ein bisschen was man auch mit einem ITV machen kann letztendlich.
Und das kommt aber sicherlich und ja, wir werden sehen eigentlich, wie das ist. Was erwartest du davon? Dass es gut integriert ist, also dass man damit auch Filme runterladen kann, direkt runterladen kann und ein bisschen was man von Frontro schon erwartet. Insofern alle, mit allem, was Du bist zu viel gefahren, zu schnell gefahren, du warst so geblitzt. Ja, ich weiß. Naja, Erst musst du schade. bezahlen. Aber dann, nee, du wirst bezahlen. Also ich arbeite hier. Aber keine Ahnung, es ist billiger Ja. in Du Deutschland. bist der Chef. Ja, stimmt. Ja, und der dritte Punkt, das wir hatten, und davon habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wer hat schon mal von Leopard gehört? Oder Leopard oder wie auch immer, wie der heißt. Okay. Ja. Das heißt, wenn die alle jetzt gesagt hätten, nee, keine Ahnung, hast du ein Problem, oder? Dann bist du schuld. Ja. Oder war dein Rechner zu langsam? ja, wie er bestimmt schon gut erklärt hat. Und Leopard wird macOS 10.5 sein. Wir wissen noch nicht auch, ob er wirklich im Januar kommt, aber der könnte kommen oder noch ein bisschen länger dauern. Und da erwarten wir nicht nur Leopard selber, also ich persönlich denke, dass es nicht im Januar kommt, vielleicht ein bisschen später, mal sehen. Offiziell auch nicht. Offiziell ist es mindestens April, wenn nicht Ja. Juli, ja Ist genau. aber eine Marketingtechnik von Apple, ist ganz schlau. Ich sage, dass es in 3 Jahre kommt, so die, wenn es wirklich in 1 Jahr kommt, dann sind alle überrascht. Microsoft macht das andersrum. Die sagen übrigens, Vista kommt nächstes Jahr. Nee, endlich nicht. Wir haben uns überlegt und wir brauchen noch 3 Jahre. Nee, aber ohne Quatsch ist wirklich, die machen wirklich immer so Apple. Man muss das einfach vergleichen. Die haben das immer so gemacht, dass die immer sagen, es ist eigentlich schlauer. Es kommt später, später und dann es kommt früher. Damit wir alle enttäuscht sind. Oh, sie sind schlau, die sind schnell. Nee. Ja, wobei bei Rhapsody zum Beispiel war es auch nicht so. Also Rhapsody, es gab auch ein paar Projekte, die bei Apple nicht geklappt haben. Ja, das war bevor das Steve Jobs zurückkam. Ja, stimmt. Ja. Ja, und was wollte ich sagen? Ja, was uns interessiert ist, ihr habt bestimmt bei Leopard die ganze Funktionalität gesehen, die schon bekannt sind. Spaces, Time Machine ist wirklich das Allerbeste, nach meiner Meinung nach. Und ganz viele Sachen. Was wir noch nicht wissen, ist dieses Secrets Features oder wie auch immer. Die Sachen, die nicht gezeigt sind. Und das interessiert uns. Dann werden wir sehen. Und wie gesagt, nochmal Anfang Januar gucken. Bei uns, es gibt best vielleicht sogar ein Stream live, wo wir berichten, was es da gibt, weil seit ein paar Jahren ist es leider von Apple nicht mehr zur Verfügung, dass man das live sehen kann. Und für uns ist es praktisch für die Europäer, weil es ist abends, es ist ungefähr bei 18 Uhr, 19 Uhr, das heißt, man muss nicht heimlich auf der Arbeit die Video gucken. Und bereit sein mit Alt-Tab, damit man switchen kann zu dem Excel-Tabell, wenn der Chef kommt. Hey, ich war gerade am Arbeiten. Man kann das ruhig abends gucken. Was man schon darüber gesagt sagen kann, ist, dass wir am Ju in Juli auch einen Podcast gemacht haben vor der WWDC war es. Und wir erwarten alle, dass Steve Jobs über Leopard spricht und dass er ein neuer Finder vorstellt. Und das haben wir nicht gesehen. Und deshalb erwarten wir auch jetzt, dass er vielleicht als Secret Feature so ein neuer Finder vorstellt. Weil wir finden der Finder nicht so über cool. Also ich Nee, persönlich. das ist ganz toll. Toll, prima. Ja. Ganz neu, ganz Schweizer. Das ist ganz Ne, neu. der ist so schnell wie ein Schweizer, der Finder. Ja. Also wir und ja, ich vor allem, Nee. also ich habe schon meine Probleme mit der Finder und vor allem der Finder ist das wichtigste Programm auf einen Rechner, auf macOS 10 und das ist der fast älteste mittlerweile. Der hat schon ein kleines Make-up gekriegt bei Panther, aber das war nur ein Make-up, das war nur ein Facelift und nichts anderes. Der ist immer noch so langsam, was um Netzwerkverbindungen angibt und in die Richtung finde ich, dass die bei Windows bessere Sachen haben. Also finde ich, aber es ist persönlich. Und wir erwarten, wie gesagt, ein neuer Brand New Finder, wie auch immer, der wirklich cool ist. Und letzte Sachen, und dann sprechen wir über wirklich Sachen, die heutzutage zur Verfügung sind. Nicht, dass ihr denkt, dass wir immer über Zukunft sprechen. Weil für diejenigen, die uns schon bei der Mac at Camp gesehen hatten, wenn die uns nicht hören würden, dann würde denken, die reden nur über Zukunft.
Nee, wir sind keine, wie sagt man dann, Wahresage oder wie auch immer. Wahrsage. Letzte Sache ist der iPod, also ganz kurz. Wir wissen noch nicht, ob es einen neuen iPod gibt. Der Traum von ganz vielen Leuten ist, dass dieses iPod hier, der ganze Bildschirm, also der ganze, dieses ganze Teil hier als Bildschirm hat. Einer der Gründe ist auch, dass es mittlerweile ganz viel 16 Pro 9 gibt. Meine Podcasts sind meistens, weil meine Kamera 16 Pro 9 macht, in 16 Pro 9. Das heißt, hier kriegt man irgendwie schwarze Streifen hier oben und unten, was natürlich nicht schön ist, weil das ist keine, ich glaube, das ist keine 4 zu 3, aber weder 4 zu 3, weder 16 zu 9. Das ist inzwischen. Und ja, wir erwarten wirklich, und dann kann man sich fragen, ja, aber wo ist dieses Scrollwheel? Dann wird es ein. Nach die Gerüchte nochmal, und das ist die letzte Gerüchte für heute, ein Touchscreen, also man, dass man direkt auf der Bildschirm klein. Ja, wir lassen uns überraschen von Apple, die sind sowieso, die haben uns sowieso immer überrascht. Ich meine, wenn man heutzutage denkt, dass es da 30 GB gibt, ist schon wahnsinnig. Oder auf die Nanos, die super klein sind und mittlerweile 8 GB haben. Es gibt auch Gerüchte, dass es auch keine Festplatte mehr geben wird in die Version hier, sondern nur Flash. Weil Festplatte sind teilweise ein Problem, das ist fest teilweise langsam und Festplatte gehen immer kaputt. Das ist weltweit bekannt. Also langsam ist kein großes Problem für ein iPod. Deswegen muss man sein iPad so gut schützen, ne? Wie Ja. jetzt. Obwohl ein iPod ist im Prinzip, ich empfehle keinem Mensch, wichtige Daten auf ein iPod zu haben, sondern nur Daten, die schon irgendwo anders sind. Aus zwei Gründen. Erstmal ist es ein Festplatte, und zweitens ist es schnell geklaut. Ich meine, in Deutschland weniger. Aber man reist ab und zu nach Frankreich und ja, nee, aber und ja, wie gesagt, das kann kaputt gehen. Also Festplatte sind eigentlich dramatisch. Wir haben darüber viel geredet im Podcast. Es gibt wirklich zig Sendungen, wo wir über RAID-Systems geredet haben. Ich erkläre nicht wirklich ganz tief, was es ist, aber einfach eine Möglichkeit ist, dass zwei Festplatten die gleiche Daten haben, weil es. Das ist immer noch die ja, Scheißteil im PC. So, jetzt reden wir über ein besonderes Thema bei uns, dem wir wirklich mögen, wo wir natürlich nicht einverstanden sind. Das ist was interessant ist. Der Troll und ich, wir sind meistens nicht der richtigen Meinung. Und wenn wir überhaupt mal der richtigen Meinung sind, dann denken wir, was ist heute los? Sind wir krank? Was ist MacBook gegen MacBook Pro? Wer hat ein MacBook Pro gekauft hier? Das ist ein Pop. Wieder alle? Bei dem Wir MacBook haben Pro doch muss man ein immer paar, gucken. Okay. genau. Okay. Ja, da gibt es ein paar. Jetzt kannst du dich bewegen, weil jetzt habe ich eine Frage. Ja. Da. Jetzt kommt meine Frage: Warum ein MacBook Pro und nicht ein MacBook? Ich erkläre, warum, warum. Für der große Bildschirm. Aber ansonsten. Ansonsten, nee, es ist alles nicht gleich, aber hauptsächlich wegen der großen Bildschirm. Ja, das heißt, wenn es ein MacBook wäre. Mit was, was? Und Sie haben vielleicht ein MacBook Pro gekauft, bevor es die MacBook gibt? Also, bevor Mai? Okay. Okay, weil die Frage kommt nur, weil es gibt immer einen Vergleich zwischen MacBook und MacBook Pro. Ihr habt viel darüber geredet, glaube ich, das letzte Mal, oder? Wir haben die drei MacBooks Ja, und ich auch. der auch, obwohl er nicht meine Meinung ist. Es gibt natürlich den Bildschirm, über den Bildschirm kann man nicht sagen. Wer ein größeres Bildschirm braucht, ach, das reicht nicht. Allerdings, wir hatten beide und wir haben immer noch ein PowerBook 12 Zoll vorher. Von daher, 13 Zoll ist schon zu groß eigentlich. Ist schon zu groß. Und einer der Gerüchte übrigens, dem ich nicht gesprochen habe, ist dieses Sub-Notebook oder MacBook Pro 12 Zoll, der wiederkommen sollte. Das kaufe ich direkt, weil 13 Zoll ist zu groß. Einfach so gesehen. Ich würde wirklich gerne ein kleiner, ganz kleiner 12 Zoll oder sogar ein bisschen kleiner haben, ohne Laufwerk, ein Sub-Notebook. Heißt das. Und ja, das heißt, wenn man ein größeres Bildschirm braucht, dann braucht man ein größeres Bildschirm halt. Dann der zweite Problem sozusagen ist diese sogenannte GMA 950, also dieses interne Grafikkarte, integrierte Grafikkarte, die schwache, ja, ich habe fast sein sollte gesagt, aber die ist wirklich schwache. Aber letztendlich ist es so, dass die
ist genug für Spiele, was die ganz am Anfang ganz viel kritisiert wird. Wir spielen nicht, wir drei. Aber die reicht für ganz viele Spiele, wir haben es gesehen. Und ein Freund von mir zum Beispiel, das ist ein richtiger Gamer, der hat sogar, der macht sogar sogenannte LANs, geht auf eine Party mit 20 andere Freaks und 36 24 Stunden nonstop die spielen. Mit Red Bull dabei. Und der hat's gewonnen. Ein, zwei, dreimal. Der gewinnt immer mit seinem MacBook. Schwarzes MacBook, vielleicht weil es schwarz ist. Geht er vielleicht schneller. Und gegen die, keine Ahnung, iMac Intel, Mac Pro, wie auch immer, dicke Geräte, gewinnt er. Und dazu ist er jetzt genügend, und das war meine Überraschung, für Vista und für diese sogenannte Aero-Interface. Was ist Aero? Es gibt einen Witz im Internet, die sagt, das sollte nicht Aero heißen, sondern Zero, wie Null, heißen. Das ist, ja, so ganz gemein gegen Microsoft, obwohl ich mag eigentlich Microsoft, aber das ist eine Copy-Paste von Aqua. Von der, also das ist die Schönheit, Oberfläche von Vista. Und bis jetzt, mit dieser integrierten Grafikkarte hat nicht gereicht, damit es schön aussieht. Das heißt, Vista hat eigentlich, war eigentlich nicht so schön. Und jetzt reicht. Von daher fragen wir uns. Dann kommt der zweite Punkt, wofür ich eventuell ein MacBook Pro kaufen würde, ist der beleuchtete Tastatur. Für viele Leute ist es Schwachsinn, du kannst auch ein USB, Lampe hier haben und kannst sogar mit der Taschenlampe hier und dann musst du mit eins. Die Kerze, also, ja. Das ist doch angenehm, aber das ist auch für mich keine große Feature, also das brauche ich auch nicht so sehr und ich finde auch nicht, dass es für Profis so wichtig ist. Deshalb, und dann kommt man zu Streiten mit der Troll, weil ich sage MacBook Pro. Die Pro-Teile von diesem Namen ist eigentlich Marketing, nach meiner Meinung nach. Weil ich finde, dass man ganz viele Pro-Sachen machen kann mit einem MacBook, ein normales MacBook. Und weil, wenn man die Preise guckt, wenn ein 13 Zoll reicht, dann sollte man sich überlegen trotzdem, weil preismäßig ist schon ein unterschiedlich. Aber eigentlich sagst du, dass es nicht richtig ist. Ja. Also es gibt mehrere Gründe, von denen du schon etwas gesagt hast. Es gibt auch einen Teil Sachen, die du nicht gesagt hast und die ziemlich wichtig sind. Zum Beispiel für den Bildschirm hast du nur gesagt, dass es größer ist. Das stimmt. Aber es ist nicht nur größer. Du bekommst auch die Option, so ein nicht glassendes Bildschirm zu bekommen. Genau. Und das ist nicht mit dem MacBook möglich. Und für manche Profis, also Leute, die wirklich den ganzen Tag ihre MacBook oder MacBook Pro benutzen werden, ist es wichtig. Was ist so lustig dann? Der war nur in klein zu sehen, aber ich habe den in groß gesehen. Nee, aber was du sagst, ist für diejenigen, die nicht, das nicht komplett verstehen, es ist eigentlich, dass es diese glänzende Display gibt. Bei dem MacBook ist es Pflicht. Bei dem MacBook Pro, man kann eine matte... Was? No post. Ja, genau. Man kann eine glänzende oder eine matte. Also ich finde, das ist gar kein... Am Anfang habe ich auch gedacht, ja, mit Sonne oder sowas wird es reflektiert. Ich finde, das ist eigentlich cool und sogar besser, weil die Farbe nach meiner Meinung nach noch besser sind. Nee, dass es glänzend ist. Dass es keine matte Display ist. Weil die Farbe sehen besser aus. Viel besser. Und man sieht nur der Dreck viel mehr drauf. Wollte ich gerade sagen, die Fingerabdrücke auch. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, das ist schon ein Vorteil, dass du wählen kannst. Genau. Und die Idee ist, dass bei manchen Leuten ist das so, dass sie gar nicht mit einem glänzenden Bildschirm arbeiten können. Also es ist wirklich eine Profisache. Wenn du nicht arbeitest, ist es kein großes Thema. Wenn du an die VD guckst, ist es schon besser. Wenn du so langsam sagt er, dass ich nicht arbeite. Du bist nur Podcaster. Aber du hast es schon gesagt. Du arbeitest nicht mit deinem MacBook mehr, du arbeitest mit deinem Mac Pro. Ja, das hat aber nichts mit deinem Bildschirm zu tun, sondern die Geschwindigkeit. Nur Zeit ist Geld und es geht ein bisschen schneller, wenn man konvertiert mit einem Mac Pro. Also schon. Schon ein bisschen schneller. Und noch? Also die Geschwindigkeit hast du gesagt, das ist doch ein bisschen.
160 Schneller. Megahertz? Ja, also es ist nicht viel schneller, aber Also ich trotzdem. bin sicher, du kannst sicher bei einer Datei exportieren so 0,5 Sekunden verdienen, also Nee, gewinnen. viel mehr. Viel mehr. Also es sind 15% ungefähr. Also bei der Getaktung Du arbeitest bei Apple, der oder? Prozessor. Gelegentlich nur. 36% schneller. Ja, ich Und meine. gerade sagt Den er. er will, doch, es ist. Der hat gesprochen. Na, wow. Na, es gibt noch dazu Ein diese. Applaus für den Schweizer, der spricht. Es gibt sogar diese PCI-Express-Karte, wo man seine Remote reinbauen könnte. Genau, das ist Ja? sehr wichtig. Oder? Das ist ganz wichtig. Ja, weil wir schon gemerkt Ja, haben, ich weiß nicht, die genau. Leute, die eine Apple Remote haben, dass wir immer die Apple Remote vergessen zu Hause. Diese Fernbedienung von Apple, die ist zwar cool, aber die bleibt immer zu Hause, weil man die vergisst. Genau wie dieser Adapter, dieser VGA-Adapter oder wie auch immer. Genau, das ist übrigens ein Grund und ich glaube der einzige Grund, also mit beleuchtete Tastatur, aber der Hauptgrund, warum ich ein MacBook Pro kaufen würde, dass es direkt DVI-Anschluss gibt und dass man nicht diese scheiß Adapter braucht. Und das ist noch was, was für Denn man Profis gemacht wird. natürlich vergisst und wenn man zur oder bei Freunde ist, die PCs haben, dann will man dazu Beamer anschließen und dann sagt man, ich habe meinen externen Adapter, oh scheiß Max. Ja. Und das stimmt schon, also dieses Adapter, der macht mir verrückt eigentlich. Aber wie gesagt, für uns ist es wichtig und wir erwarten wirklich, dass es ein kleinerer MacBook oder MacBook Pro, wie auch immer, solange er kleiner ist, gibt. Weil das ist klein, aber zwar nicht klein genug und das ist leicht, aber nicht leicht genug. Zum Beispiel. Wie gesagt, man war Schöne drei Decke. Jahre lang gewohnt zu PowerBook 12 Zoll. Und das ist eigentlich ganz böse von Apple, dass die uns unsere 12 Zoll wieder genommen haben. Also was heißt wieder genommen? Der ist zu Hause, Und aber. eine Genau. Tüte Mitleid für Und meine Star. auch. Ja. Die was? Akkulaufzeit? Ah, ist das viel besser? Weniger. Okay, die MacBooks sind besser. Da sind einige Sachen, wo ich immer lustig finde, dass einige Sachen bei die billigere Variante besser sind. Zum Beispiel, damals waren die iBooks, beziehungsweise die sind immer noch besser am kabelloses Empfang, Ja. weil Plastik, also Kunststoff, gegen Aluminium. Und der PowerBook 12 Zoll, das war ein Drama in Sache Wi-Fi-Empfang. Ja, das stimmt. Mikrofon bei die MacBooks oder bei die iBooks, die sind im Bildschirm. Bei die PowerBooks und immer noch bei die MacBook Pro, die sind schlauerweise genau, wo der Lüfter ist. Das heißt, was passiert, wenn man aufnimmt? Was hört man? Und auch schlauerweise da links, wo es auch der Lautsprecher gibt, ein Mikrofon, wo es einen Lautsprecher gibt, das musst ihr zu einem Toningenieur erzählen. Der lacht direkt. Ja, Larsen, direkt. Rückkopplung. Und das ist übrigens lustig. iChat auf die Powerbox funktioniert nur mit der rechten Lautsprecher, weil wenn der linke Lautsprecher geht, dann gibt es diese Rückkopplung. Dann hört man das nur von rechts, aber man merkt das nicht. Aber wenn man hört, weil die Stimme dann nicht in Stereo ist, von daher ist es wurscht. Und ja, da sind einige Dinge, die mich immer interessieren, also die ich lustiger finde. Man bezahlt mehr Geld, aber man hat weniger dafür. Das ist immer. Nicht weniger, das Problem der Technologie selbst. Bei der Technologie kannst du nicht bessere Akkuzeiten bekommen, zum Beispiel. Also, wenn du ein besseres Prozessor bekommst, dann ist es schwieriger. Ja, anyways, wir sprechen jetzt von letztem Thema, der wirklich interessant ist. Und dann machen wir langsam Schluss. Es ist Parallels. Habt ihr schon von Parallels gesprochen? Bestimmt hier, oder? Oder noch nicht? Wieso noch nicht? Hör mal, ihr müsst alle von Mac User Group wechseln. Hast du schon Parallels aus dem iBook gesehen? Okay. Also Parallels, wer weiß, was es ist? Wer will erzählen, was es ist? Ganz kurz. Es gibt, man braucht nur drei Wörter, um das zu erzählen. Was ist Parallels? Genau. Genau. Also, aber man könnte auch mit Virtual PC damals. Ja. Also, ja.
Ja, genau. Ja, also simuliert ist nicht das richtige Wort, aber also auf jeden Fall, ja, das ist virtualisiert sozusagen, weil es der gleiche Prozessor ist und wir haben Glück, weil Jahre und Jahre lang haben wir gesagt, ja, die PowerPC sind langsamer, aber ja, es macht nichts, die sind trotzdem besser und die Intel sind übrigens scheiße. Ja, und jetzt hat man Intel, was macht man? Ja, nee, die sind trotzdem besser. Und jetzt hat man Intels und der Vorteil davon ist, dass man Windows nativ laufen machen kann. Mit Parallels oder mit Bootcamp. Die zwei Unterschiede sind, Bootcamp muss man neu starten und dann hat man einen richtigen PC sozusagen, der übrigens einer der schnellsten PC auf dem Markt ist. Und übrigens, Adobe Photoshop funktioniert viel schneller auf Windows, auf einem Mac als auf macOS 10 auf einem Mac. Das ist schon lustig. Und die neue Version von Parallels übrigens hat etwas ganz Schönes. Das heißt, man kann seine Bootcamp-Festplatte benutzen in Parallels. Das heißt, man braucht nur eine Installation von Bootcamp. Wenn man der richtige Rechner braucht und ganz viel Kraft und die Grafikkarten und alles drum und dran, kann man neu starten. Wenn nicht, kann man in macOS 10 bleiben, parallel starten und sogar jetzt, es gibt etwas, das wirklich cool ist. Ich habe das gesehen, das ist wirklich cool. Das heißt, Kohärenz. ja, genau, das ist Kohärenz. Kohärenz. Und das, was? Kannst du erzählen, was es macht? Na, das ist nicht einfach zu finden. Also die Oh. Idee ist, dass bei Also den ich hätte das Schnittstellen einfach erzählt. ja sicher, die Schnittstelle von macOS und die Schnittstelle von Windows XP zusammen geführt werden, sodass wenn man ein Fenster in Windows XP hat, man nur dieses Fenster auf dem Mac Desktop sieht, ohne einen ganzen Windows Desktop haben zu müssen, wie es vorher war. Ja. Also man kann so Direktfenster von macOS und Windows zusammen haben, so gemischt und einfach weiterarbeiten. Ja. Ja, wie gesagt, das ist wirklich cool, weil dann kann man wirklich die zwei Applikationen haben. Auf einer Seite zum Beispiel Internet Explorer auf der PC, um zu gucken, dass eine Website einigermaßen gut aussieht. Und auf der anderen Seite Safari. Und man merkt eigentlich nicht mehr, dass es dass es zwei Betriebssysteme sind. Doch man merkt es an die Farbe von Windows XP. Diese komische Blau oder wie auch immer. Ich bin farblind, von daher. Ich weiß nie, welche Farbe das ist, aber. Ja, dazu kommt die Frage, die ganz, ganz böse Frage. Wer hat noch ein PC zu Hause? Ja. Ist kein Problem. Und jetzt kommt die Frage, warum? Okay, das war ich mir sicher. Das ist immer das Problem, wenn wir sagen, die Böse sind scheiße, dann sagen direkt die Linux-Freaks, Achtung, auf der PC läuft nicht nur Windows. Aber okay, und okay, überhaupt kein Windows. Okay, ich frage das nochmal. Wer hat Windows zu Hause? Auf ein PC. Aber Linux funktioniert auch auf dem Mac, Linux übrigens. funktioniert auch auf einem Mac, übrigens. Ja, dann warum hat man Linux? Ah ja, okay, später. Hast du deinen Mac gekauft. Nachher. Okay. Okay. Oh, weil es Genau. Unix ist. Cool. Ja, das ist natürlich vorteilhaft. Das heißt, du kannst in Terminal spielen. Juhu! Ich kann alles kaputt machen mit der Terminal. nee, ist ganz böse gefragt, die Frage, wer hat noch ein PC zu Hause, ist einfach Quatsch. Gefragt, weil ich habe, nicht mehr seit ein paar Wochen, aber ich habe nur in 2000 oder 2001 geschwitzt. Das heißt, und ich habe im Prinzip nicht viel gegen Windows sozusagen. Aber jetzt heutzutage, man braucht kein PC mehr, weil man kauft eigentlich ein Intel Mac. Man hat drauf Parallels oder Bootcamp oder wie auch immer und man hat eigentlich zwei in eins. Das heißt, der Nächste, der sagt, ich habe einen PC gekauft, weil ich Windows brauchte, dann kann man sagen, ja, du kannst einen Mac kaufen und zwei Rechner von Anfang an haben. Und übrigens, ich bin der Meinung, dieses Intel-Switch ist die schlauste Entscheidung von Apple für die letzten 30 Jahre. Weil das ist eine riesige Trojanerpferd, damit die Leute einen Mac kaufen und denken, ja, Windows läuft. Falls ich macOS 10 nicht cool finde, kann ich immer noch Windows laufen. Und es gibt etwas ganz praktisch in Bootcamp, wenn man das installiert hat, später, es gibt einen Knopf Windows löschen. Und die ist magisch. Weil die benutzt jeder nach 2 Wochen.
Ja, jetzt brauche ich nicht mehr Windows. Puff, Windows löschen. Ja, am Anfang hieß das Bill Gates löschen, aber es war nicht ganz okay. Das war Beta. Das ist nicht so einfach zu löschen. Also das ist wirklich vorteilhaft, also finden wir auf jeden Fall. Aber dazu gibt es natürlich ein Nachteil zu Bootcamp nicht, aber zu Parallels. Was ist das Nachteil? Der kann nicht mehr lesen, das ist schlimm, oder? Der hat sogar einen Prompter oder wie auch immer und der kann nicht mehr lesen. Da! Ah ja, es gibt dann keinen Nachteil. Genau, naja. Ich wollte nur... Also wenn du keinen einzigen RAM hast, kannst du kein Parallel laufen lassen. Also ja, genau. Ging's noch, aber ab gestern geht's wirklich gut. Sonst ohne 1 GHz geht's eigentlich gar nicht. Ja, der hatte 512 MB auf seinem MacBook und der sagte uns gestern, ja, ich habe Parallels. Wie hast du das gekriegt? Da sagt er, ja, ich warte. Er hat Parallel. Ja, der sagte, er benutzt nicht Parallel. Ja, der sagte, ich warte. Ja, Schweizer. Die haben Zeit. Aber nee, ich meine, man braucht schon 1 GB, weil das Problem ist, weil es wurde zu ihm ganz, ganz teuer verkauft. Für den unglaublichen Preis von 50 Euro. und was wollte ich sagen? Ja, weil das Problem ist, man braucht viel RAM für der Windows und viel RAM für Speicher für den Mac. Und das ist das Problem. Und dazu hast du einen Kommentar, dann schließen genau, wir langsam. Also es wäre dafür eine interessante Lösung. Es gibt schon eine Feature, die in macOS 10 besteht, obwohl man die nicht manuell, also nicht einfach benutzen kann. Die heißt Deep Sleep. Also wie gesagt, es gibt keine offiziellen Namen, da es keine offizielle Feature ist. Die Idee ist, dass wenn man normalerweise keinen Akku mehr hat, also der Akku ganz leer ist, wird der Arbeitsspeicher auf dem Speicher, also die Festplatte, dankeschön, auf die Festplatte gespeichert und dadurch ist man sicher, dass man nichts verlieren wird, auch wenn die Akkus ganz, ganz leer werden. Ja. Und dann kann man mit Strom wieder die Maschine runterfahren und ganz schnell wieder damit anfangen, wo man aufgemacht hat. Im Prinzip, was Windows XP seit 5 Jahren hat. Genau. Wobei, wie du schon gesagt hast, ist ein bisschen schneller. Also wie das es umgesetzt worden ist, war, auf ist der viel schneller, ist schneller. Aber immerhin. Ja, also ist auch nicht so wichtig. Also die Idee ist, wenn man das tun kann, dann könnte man, es funktioniert im Moment nicht, aber könnte man es so machen, dass wenn man in Windows laufen muss, könnte man der Arbeitsspeicher direkt auf der Festplatte speichern und dann in Windows arbeiten, die ganze Arbeitsspeicher benutzen, möglicherweise auch in Windows die Arbeitsspeicher wieder auf dem Festplatte speichern und wieder in dem Mac, in macOS 10 arbeiten. Also das wäre technisch möglich. Es funktioniert im Moment nicht. Damit müsste wahrscheinlich Apple mit dem Firmware noch ein bisschen arbeiten. Aber theoretisch ist es möglich. Das wäre eine gute Lösung. Also das Ziel, muss man sagen, ist, dass man das Ganze macht, ohne neu zu starten. Also man braucht nur 10 Sekunden, um vom Betriebssystem zu wechseln, weil man muss sich vorstellen, jedes Mal mit Bootcamp neu starten oder so. Das wäre das Ziel, was ja, du erzählst. Und, ja, genau. Also wie ich arbeite zum Beispiel, habe ich normalerweise 10, 15 Programme, die zusammenlaufen und mehrere Dokumente, die noch nicht gespeichert sind und ich will nicht unmittelbar mit Windows arbeiten, also den Computer herunterfahren. Ja. Und wenn ich den Arbeitsspeicher schon so speichern kann, dann ist es kein Problem mehr. Aber irgendwie jedes Mal neu starten ist trotzdem, finde ich, irgendwie nicht so cool. Also deshalb finde ich Parallels besser. Aber naja. Okay, das war für uns für heute. Es ist normalerweise, wenn wir eine Normalsendung zu Hause machen, wir sind 400 Kilometer weit voneinander oder 500 Kilometer weit voneinander. Zum Beispiel der letzte englische Podcast, den ich gemacht habe, habe ich einen Typen in China geinterviewt. Das ist immer lustig, 7 Stunden Unterschied.
Das heißt, in die normale Sendung gibt es nicht so viele Reaktionen wie hier vom Publikum. Ja, ihr seid ein bisschen zu schüchtern. Das nächste Mal, es wird besser sein. Wir enden immer die Sendung mit einem Satz. Und zwar, ihr kennt bestimmt diese Switch-Werbung, wo damals, vor ein paar Jahren, vor 3, 4 Jahren, wo die Leute geswitcht haben. Switchen heißt eigentlich vom Windows zu Mac. Umschalten, ja, vom Windows zu Mac. Und wir haben das eigentlich zu das gemischt mit der Rede, der Steve Jobs in Stansted gehalten hat vor ein paar Monaten, letztes Jahr. Und wir ändern das immer so, dass wir sind der Meinung, dass Steve Jobs sagte, der guckt sich im Spiegel jeden Morgen und denkt, was er heute machen wird, ob er das noch mag oder nicht. Und wenn er das nicht mag und wenn ihr nicht mehr mag, ihre Rechner, das, ich sage immer, das geht auch für Frauen, aber das ist gefährlich, oder für Job, also ich habe das mehrere Mal gemacht, dass ich mein Job hat mir nicht mehr Spaß gemacht, dann muss man einfach etwas ganz einfach machen. Einfach switchen. Switchen. Dankeschön. So.